Sie befinden sich nun im Rangiermodus. Dabei dürfen Sie das Betriebswerk Kitzbühel nicht verlassen. Die Grenze des Betriebswerks wird durch Startankunftssignal am Nordstreckenende Melbourne Lilydale das Betriebswerk markiert. Diese Grenze dürfen Sie nicht überschreiten. So. Und der hat schon den Zug für mich abgekoppelt. Und ich so, ja gut, alles klar, jetzt dürfen wir hier entkoppeln und hab wieder angekuppelt. Und es gab keine Möglichkeit, wieder zu entkuppeln. Was auch irgendwie ein bisschen behindert ist, aber. Naja, ihr kennt ja das Spiel, ne? So, wir füllen noch ein bisschen Wasser rein, bevor wir hier losfahren. So, und jetzt denke ich, können wir loslegen. Also nach vorne rangieren. Ja. Nach vorne rangieren. Und da müssen wir anhalten. Logischerweise. Das machen wir dann auch. Jeden Augenblick, wenn wir dann hinter der Weiche sind. Aber logischerweise erst, denn ich denke, das müssen wir schon sein, damit es weitergeht. Ich möchte hier nicht wieder einen Bug auslösen. Das ist bei dem Spiel immer so eine Sache. Mit dem verbuggt sein und so. So, hinter diesem Ding ist eigentlich immer ganz gut, wenn man da ist. So. Ich denke, hier halte ich an. So. Zurücksetzen. Ja. Machen wir. Machen wir uns direkt auf den Weg. Ich finde, mit der Dampflok rangieren macht auch echt sehr viel Spaß. Also, ich finde, da kann man. Es macht schon Laune. Ne? Muss man so sagen. So, ein bisschen schneller können wir aber schon fahren, denke ich. So, alles klar. Das ist alles gestellt hier, so wie es sich gehört. Ne, so. Komm. Hier anhalten. So, ich denke, das ist okay. So, ankuppeln. Ich denke, das sollte kein Problem sein. So, extra vorsichtig. So. So fahren wir jetzt da dran. Genau so. So, komm. Komm, Putti, 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 Putt. So. Alles klar, was muss ich jetzt machen? Okay. Moment. Rückwärts und so und so.
Ne? So. Und da muss ich dann anhalten. Okidoki. Wird gemacht, ne? So. Hier anhalten. Dup, dup, dup. So, vorwärts fahren. Wird gemacht, Herr Kaloin. Boah, ich hoffe einfach mal, dass irgendwann mal wieder ein Silent Hunter angekündigt wird von Ubisoft. Das wäre einfach mein, das wäre mein größter Traum. Das wäre einfach, es wäre einfach wirklich ein Traum, wenn das passieren würde. Das wäre ein Traum. Denn Silent Hunter hat mir schon echt gut gefallen. Aber ich habe das wegen Bugs, habe ich das nicht mehr weitergespielt, Silent Hunter 5. Das hatte aber auch echt verdammt viele Bugs. Viele Bugs, also. Das war schon. War schon krass. So, was muss ich jetzt machen? Alles klar, wieder zurücksetzen. So. Komm, gib Gas. So, gehen wir mal ein bisschen Kohle rein. Noch in die gute Dampflok. Füllen mal wieder das Wasser ein bisschen auf. So. Alles klar. So. Dann vorwärts fahren. Und so. So. Den noch ankuppeln. Okay. Muss erst wieder ein paar Weichen umstellen oder was? Ja, wahrscheinlich. So. Würde ich sagen, besten Blick haben wir von hier vorne, ne? Den besten Blick haben wir von da. So. Also 6 Meilen pro Stunde fahren wir gerade. Ich denke, so sollte das auch eigentlich relativ gut passen.
Betonung liegt auf relativ. So, komm. Zurücksetzen. Ja, machen wir. Wird gemacht, Chef. Dass dieser scheiß Dampf so ruckelt, ne? Der Dampf ist auch noch nicht perfekt optimiert. So. Da vorne müssen wir anhalten. Perfekt. Würde ich sagen. Da vorne anhalten. Okay. Gut, wie er meint, ne? Wie er meint. So, ich muss mit bedenken, dass ich hier jetzt noch einen ganzen Dingens habe, ne? Waggon ankuppeln. Okay. Okay, dann machen wir das. Komm, gib Gas. Hey, was soll das? Wieso krieg ich hier nichts? Ah, jetzt. Achso, dieser Wagen hat ein eigenes Dings, oder was? Control Feld. Okay, dann muss ich hier auf das gehen und dann nehme ich halt diesen Wagen. Okidoki. Wird gemacht. So, Wasser 69%, Kohle 80, lassen wir mal, bleiben wir mal bei 80, so. Jo. Wasserstand sind wir jetzt bei 74%. So, ich fahre schon mal ein bisschen langsamer. Einfach nur zur Sicherheit. Man kann ja nie wissen, ne? So. Alles klar. Dann, ja, mit 3 Meilen, denke ich, sollte das okay sein. So, was jetzt? What's up?
vorwärts fahren. Beziehungsweise rückwärts. Moment, nicht, dass hier ein Unglück passiert. Moment. So. Hier anhalten. Ist halt jetzt die Frage, ob da die Lokomotive mit gemeint ist? Nee, der Zug. Logischerweise. Der Zug ist damit logischerweise gemeint. So, gucken wir mal. Das werden wir ja herausfinden. Wenn das Skript aktiviert wird, dann ist ja okay. So. So, dann würde ich sagen, halten wir einfach mal hier an und gucken mal, ob das funktioniert. So, was nun? Weiterfahren in diese Richtung, alles klar. Ob ich da vorbeikomme? Ja, da komme ich vorbei. Gut. Alles klar. Hier anhalten, bitte. Ich finde es cool am Ende, dass man hier jetzt noch ein bisschen rangieren kann, beziehungsweise muss. Zurück auf die Drehscheibe. Alles klar, machen wir. Was? Halten Sie mit der Lok. Au. Mhm. Nicht an, halten Sie mit der Lok. Au. Boah, aber haarscharf. Halten Sie mit der Lok. Au. Gut. Kennt ihr das auch? Mit der Lok. Au halten. So. Ich muss ja. So. Füllen Sie den Tender an. Alles klar. Ah, oh Mann. So eine Drehscheibe ist schon cool, ne? Muss man sagen, ne? So. Also jetzt müssen wir auch noch den Tender auffüllen. Ist zwar eigentlich noch genug Kohle drin, aber naja. Cool, sogar richtig mit Animationen hier. Zwar schüttet der das jetzt gerade nicht in die Dingens, aber immerhin. Nö. Füllen Sie den Tender an. Der ist noch nicht ganz voll. Da müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen voranfahren.
So, jetzt. Gar nicht so schlecht, die Animation. Immer noch nicht voll. Ach komm, Alter. Was ist denn das? Das ist aber ganz schön pingelig von den Entwicklern. Hallo? Hat die Lokomotive selbst vielleicht auch einen Tender? Schauen wir mal. Jede Lokomotive hat auch einen eigenen Tender, glaube ich. Water. Oh. Ja, gut. Klar. Ich muss auch natürlich Wasser einfüllen. In den Tender, das ist klar. Und das wird natürlich hier gemacht. Deswegen müssen wir jetzt hier schön den Tender anhalten. Reicht das schon? Nee. Das reicht noch nicht. So. So, jetzt aber. So, jawohl. Tender komplett aufgefüllt. Das ist doch nice. Wupp. Weiterfahren und hier anhalten. Okay. Bin froh, wenn ich es dann endlich durch habe, hier dieses Szenario. Aber es ist cool, es macht Spaß. Vor allem freue ich mich, dass ich es jeden Moment geschafft habe. So, zurück in den Schuppen, jawohl. Jetzt geht's in den Schuppen. Und dann, denke ich, ist das Szenario beendet. Ich hätte nicht verkackt, jetzt in den Schuppen reinzufahren. Das wäre mega witzig. Das wäre echt mega witzig. Und irgendwie auch traurig. Oder das Spiel kackt einfach jetzt ab. Einfach so. So, jetzt so kurz. So jetzt im Moment so. Jetzt kackt das Spiel noch ab. Und dann. Na, alles für die Cuts, ne? So, gucken wir doch mal. Joa. So, ihr Ergebnis. 3 Sterne. Sehr gut, Sie haben eine Wertung von 3 Sternen erreicht. Der 4. Stern ist zum Greifen nahe. Glückwunsch, Sie haben Ihre Fahrt nach Hesel abgeschlossen. Sie haben sich eine kleine Pause verdient. Wir wollten den Zug später wieder nach Hause fahren. Diese Fahrt ist Bestandteil der Sitzung Bummelzug auf Melbourne Cup Day. Klicken Sie auf nochmal. So, okay. Na, haben wir 3 Sterne erreicht. Immerhin. Geht natürlich auch besser. Und jetzt wisst ihr, was ich meine. 1 Stern mindestens, damit man das hier angezeigt bekommt. Weil das hier, also wenn man halt die Strecke spielt und man erreicht gar keinen Stern, ist halt weiterhin so. Und so sieht man, aha, guck mal hier, das bin ich schon gefahren. Ja. Gut.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht, jetzt wo ich es auch endlich mal wieder gepackt habe hier. Jetzt habe ich hier auch mal wieder Fortschritt gemacht. Ja. Hat mir viel Spaß gemacht. Sterne. Nächster Rang in 21. Lol, hab ich ein Level abgehabt? Gekaufte Sitzung 5. Okay. Gut. Kann man auch, muss man sich auch Sitzungen kaufen? Naja. Auf jeden Fall. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein bei Trains in New Era. Ja, wie gesagt, also wenn man in dem Spiel was schafft, dann ist das richtig befriedigend. Dann ist es richtig, richtig cool. Aber es ist manchmal nicht einfach. Naja. Also auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und ciao, ciao.